Mit diesem Video wollen wir uns beschäftigen mit der Bahnstrecke, die von Elbingerode als Werksbahn nach Schacht 3 Büchenberg geführt hat. Die Bahnstrecke nach Schacht 3 Büchenberg wurde 1970 aufgrund eines Ministerratsbeschlusses stillgelegt. Sie war elektrifiziert und sollte das Eisenerz von dort aus in die Verhüttung bringen. Diese Bahnstrecke hat wirklich nur wenige Jahre Bestand gehabt und ist heute noch in der Landschaft relativ gut zu sehen, und darum möchten wir euch jetzt mitnehmen und uns die Strecke mal genauer angucken. Ich wünsche viel Spaß bei den Bildern. So, zuerst einmal ein bisschen Kartenkunde. Wie im Video über die Stichstrecke zwischen Elbingerode und Bahnhof Dreiernhohne fangen wir wieder mit der Karte an, die zwischen Elbingerode und Grünsee liegt. Natürlich habe ich auch die heute noch existierende Rübelandbahn wieder in der Karte schwarz eingezeichnet. Die Streckenführung Richtung Schacht 3 ist über die ersten knapp 500 Meter identisch mit der Stichstrecke nach Bahnhof Dreiernhohne. Das erste Teilstück ist in der Karte sehr gut zu erkennen, aber vor Ort nur schwer zu erahnen. Wir befinden uns im Anflug auf dem Beginn der Bahnstrecke nach Schacht 3. Ich habe die ehemalige Streckenführung im Gelände dunkel markiert. An dieser Stelle zweigt die Strecke nach Schacht 3 von der Rübelandbahn ab. Aus größerer Höhe lässt sich der Streckenverlauf gut erahnen. Dennoch sind am Boden einige Relikte zu finden, wie zum Beispiel Begrenzungssteine und Fundamente für Strommasten. Da die Strecke nach Schacht 3 elektrifiziert wurde, sind immer wieder solche Relikte im weiteren Streckenverlauf zu finden. Hier das Ende des ersten Teilabschnittes und der Beginn des zweiten gut sichtbaren Teilabschnittes. Doch wie immer schauen wir uns das erstmal auf der Karte an. Das ist der zweite Teilabschnitt. Heute wird der Bahndamm als Feldweg genutzt. Hier sieht man sehr schön den mit Betonplatten abgedeckten Kabelschacht, rechts direkt unmittelbar neben dem Weg. Immer wieder ist der Kabelschacht deutlich zu sehen. Und ab hier kommt die Natur zu ihrem Recht. Aber der Streckenverlauf bleibt dennoch gut erkennbar.
In der Kartenansicht ist die leicht geschwungene Streckenführung gut zu erkennen. Sehr schön ist am Anfang dieses Teilabschnittes der Bahndamm von der Seite aus zu sehen. Aus größerer Höhe sieht man sehr schön, wie die Strecke nach rechts abbiegt. Nach links geht die Dampflokstrecke weiter nach Bahnhof Dreianhohne. Der ursprüngliche Streckenverlauf Richtung Dreianhohne ist hier blau markiert. Das wurde allerdings schon in einem Video von uns ausführlich dargestellt. Doch weiter geht es mit der Strecke Richtung Schacht 3. Hier ist die Position, wo sich die Werksbahn nach Schacht 3 von der ursprünglichen Strecke Richtung Dreianhohne trennt. Im Vordergrund sieht man sehr schön den Streckenverlauf Richtung Dreianhohne und im Hintergrund den doch beträchtlichen Bahndamm Richtung Schacht 3. Und hier das gleiche Bild nochmal aus der Vogelperspektive. Hier nochmal ein kleiner Flug zum Ende unseres Teilabschnittes. Von dort aus blicken wir nochmal über den gesamten bisherigen Streckenverlauf zurück. Doch blicken wir zuerst mal wieder auf unsere Karte und zeichnen das Ende unseres Teilabschnittes ein. Im weiteren Verlauf sehen wir recht deutlich, wie unsere Bahnstrecke der kleinen Waldstraße Richtung Schacht 3 mal mehr und mal weniger dicht folgt. An dieser Stelle ist der Bahndamm sehr schön zu sehen, mit seinen beiden rechts und links liegenden Gräben. An dieser Stelle sehen wir sehr schön, wie die Streckenführung der Waldstraße nach Schacht 3 in einer großzügigen Rechtskurve folgt.
Von hoch oben kann man sehr schön die gesamte Reststrecke nach Schacht 3 sehen. Doch weiter mit der Kartenkunde. Wir zeichnen den neuen Streckenabschnitt in die Karte ein. Gleich wenige Meter hinter der Landstraße entstehen die ersten Bilder. Mit dem gut sichtbaren Bahndamm und die Landstraße im Hintergrund lässt sich erahnen. Doch wenden wir uns wieder Schacht 3 zu und zeigen von dort aus den weiteren Streckenverlauf Richtung Schacht 3. Auf der Karte zeichnen wir den neuen Drehort unseres Teilabschnittes ein. Hier kann man den Bahndamm am Boden und auch aus der Luft sehr gut verfolgen. Auf unserer Karte zeichnen wir den nächsten Bahnabschnitt wieder ein. An dieser Stelle sehen wir sehr schön, wie die Landstraße zwei fast 90 Grad Kurven macht und die Bahnstrecke diesem Streckenverlauf nicht ganz folgen kann. Weiter geht es mit unserem neuen Teilabschnitt. Dieser Teilabschnitt ist wieder sehr schön zu sehen und verläuft nahezu geradeaus. Mit unserer Drohne können wir diesen Teilabschnitt ein Stück weit begleiten. Und können aus der Ferne den letzten Teilabschnitt schon erkennen. Doch vorher werfen wir nochmal einen Blick zurück auf diesen Teilabschnitt. Nun können wir den letzten Teilabschnitt in unsere Karte einzeichnen.
An dieser Stelle kreuzen sich die Bahnstrecke und die Waldstraße nach Schacht 3. Hier ist sehr schön der Gleisverlauf auf dem Werksgelände zu sehen. Hier nochmal ein Blick aus größerer Höhe. Es ist sehr schwer für uns zu sagen, wie die Gleise tatsächlich verlaufen sind auf dem Werksgelände von Schacht 3. Es ist aber durchaus denkbar, dass zumindest zwei Verladegleise dort existiert haben. Uns sind keine Bilder bekannt von dem Betriebsgelände Schacht 3 mit Lokomotiven oder den Gleisanlagen, sodass wir auf Bilder von Lokomotiven, die hier eventuell unterwegs waren, verzichten. Wie am Anfang des Videos schon gesagt, existierte diese Strecke nur wenige Jahre und wurde zur Erschließung des Schacht 3 benutzt. So verschwand diese Bahnstrecke sehr schnell wieder aus der Landschaft.